Mein Name ist Thomas Velagott, ich bin Geschäftsleiter vom WWF Schweiz. Klimapolitik ist heute wichtiger denn je, weil wenn wir die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels verhindern wollen, dann müssen wir aus den fossilen Energien aussteigen und wir müssen unseren Energieverbrauch reduzieren. Und die nächsten 10 Jahre sind entscheidend für das. Und das schaffen wir nur, wenn wir alle zusammen schaffen. Wenn wir Politik haben, die die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Wenn es Unternehmen gibt, die Lösungen anbieten. Und wenn es Einzelpersonen gibt, die die Lösungen auch nachfragen. Unternehmen können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie ihren Energieverbrauch reduzieren und indem sie aus fossilen Energien aussteigen und indem sie die Biodiversität schützen. Sie können das machen, indem sie sich langfristige Ziele setzen, klare Meilensteine setzen, dann auch transparent kommunizieren dazu und indem sie sicherstellen, dass ihr Geschäftsmodell auch in einer Null-Emissions-Welt funktioniert. Der WWF kann Unternehmen begleiten, indem er eben eine externe Perspektive einbringt, auch indem er Erfahrungen aus seiner weltweiten Arbeit einbringt, indem er Unternehmen dann auch hilft bei der Kommunikation von diesen Resultaten und sicherstellt, dass eben Transparenz da ist. IWB und WWF haben miteinander schon einiges erreichen können. Beispielsweise, indem IWB sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, nämlich ihre Emissionen um 67% zu reduzieren bis 2030. Und indem sie jetzt ihren Kundinnen und Kunden in der Stadt Basel zum Beispiel hilft, beim Umstieg von Gasversorgung auf Versorgung mit erneuerbaren Energien. In anderen Bereichen haben wir noch einiges vor. Beispielsweise in der Wasserkraft geht es darum, sicherzustellen, dass die so hergestellt wird, dass auch die Lebewesen im Wasser nicht darunter leiden, dass Biodiversität erhalten und gefördert wird.